Rap on, Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Ich hab's euch erzählt, per Express. Überraschung. Gucken wir doch mal, was hier jetzt wirklich drin ist. Es war nicht billig, habe ich euch auch erzählt. Aber für euch scheue ich keine Kosten. So, also, das Ganze wird wohl von der Firma Ayuvo, und dann nennt sich das so Yume, und hier hinten steht es auch nochmal in klaren Zeichen. So, geöffnet sieht das dann so aus, und dann gucken wir doch mal. Oh, das ist eine Menge, Freunde, eine richtig fette Menge. Also das ist ein guter Strang, über einen Meter. Fühlt sich jetzt so auf der Hand erstmal wirklich klasse an. Werde ich dann vorstellen mit den nächsten Liquids. Das kommt ja jetzt auch. Dann ist das Purple Powder dran, weil ich wurde schon gefragt, ey, du hast vergessen es zu sagen. Nein, ich hatte gesagt, achtet drauf, es kommt dann. Und wir warten dann ein Video 1 oder 2, weil es kommt auch noch ein RDTA von einem Unternehmen, welches ich ganz cool finde, mit einem Reviewer zusammen hergestellt. Ich persönlich denke, das ist einer der besten Single Coil RTAs im Durchmesser 24 mm, der bisher am Markt ist. Aber ich habe ihn noch nicht gehabt, ich habe es nur gesehen. Ich freue mich sehr, sie ist da. Sogar eine mehr wie gedacht. Seht es mir nach, wenn ich trotzdem nur 3 auf den Markt schmeiße. Ich glaube, so ein Päckchen soll irgendwann kosten 9 Dollar. 8 Euro. Wer weiß, ob es nicht teurer wird. Also, wir wiegen die Scheiße dann auch mal. Es ist über einen Meter, ein schöner, fetter Strang. Sie fühlt sich wirklich gut an. Und irgendwann könnt ihr auch damit wickeln. Ja? Quick Look Angle Rabbit. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Und denkt daran, das Wichtigste überhaupt, Vape Safe und Vape On. Bye. So, wisst ihr, ich habe mich einfach entschieden, ich mache mal jetzt weiter. Hoppala, das ist sozusagen der Anschluss. Ich verbaue hier auch gleich die Angle Rabbit. Einen richtigen Eindruck dazu, lasst mir ein paar Tage Zeit, aber ich mache hier mal die Base von meinem Flashy soweit fertig, ja, und nutze den Flashy dann sozusagen vollgetröpfelt unten die Watte als Geschmacksträger für die beiden Liquids hier, die ich aus Amerika noch habe, ja. Also, ich zeige euch das mal. So, ihr seht das, die biege ich dann nach hinten. Später kommt dann da das Mesh von dem Flashy drauf, von dem Tank. Jetzt einfach nur die Base vollgetröpfelt mit dem Liquid. Und dann schauen wir mal. Komm! Also die ganze Zeit, ihr habt es bestimmt gesehen, ich schreibe dann The Source LA, ich schreibe Orson Town. Ich wusste es wirklich nicht,
Einmal bin ich auf die Page gegangen, dann heißt es Awesome Town Juice. Jetzt ist es doch The Source LA und Awesome Town ist die Linie. Also, das Liquid scheint von The Source LA zu sein, also Soße, Source LA und ist die Linie Awesome Town. Ja? Das ist die Info, die ich jetzt eingeholt habe. Wundert euch also nicht, wenn ich da in den Beschreibungen das verwechsel und wieder neu reingeschrieben habe und. Ich wusste es einfach nicht besser. Wir sind also hier bei Purple Powder. Ja, es soll sein, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe es gleich in einem Review gesehen von einem Amerikaner. Und als ich dran gerochen habe und es gedampft habe, war es tatsächlich so. Das sind diese Plastikstrohhalme, die unten und oben zugeschweißt sind mit diesem Bitzelpuderzucker oder Brausepulver da drin. Genau so riecht es. Ja, es riecht unglaublich. Es soll ja nach Traube, also einer roten Traube schmecken und dann eben diesen Candy, diesen Süßigkeiten-Effekt haben. Und genauso riecht es. Die Base, ihr seht es, das Liquid sieht genauso aus wie das Banana Cream. Also deshalb denke ich nach wie vor, ist das hier eine Grundbasenmischung, die sie verwenden, die wohl die Eigenschaft hat, die Aromen nicht so arg eine Verfärbung hervorzurufen. Ich finde es recht cool. Alle Liquids haben die gleiche Farbe. Ja, diese, erst kommt eine Bubblegum-Weintraube und dann kommt ein Candy-Bitzel-Geschmack. Gucken wir mal, ich bin sehr gespannt. Machen wir doch mal hier jetzt dieses Hi-Weegee auf die Ango Rabbit Cotton. Ja. Wie schon gesagt, ich habe die ja angeschrieben in Fernost und gebeten, ob die mir da was von schenken können. Haben sie mir zurückgeschrieben, nee, schenken können wir dir nichts, aber schon den Versand musste schon tragen. Und ich habe jetzt dann für 6 Päckchen insgesamt $22 bezahlt. Finde ich aber immer noch recht angenehm den Preis. Ich weiß, dass andere das wohl umsonst gekriegt haben. Ja, ich denke mal, das liegt dann eben an der Anzahl der Abonnenten. Ich habe das nicht. Ne? Obwohl, ich bedanke mich, ich bin über 700. Das ist der Wahnsinn. Ich knall ja fast durch. Und jetzt ist sie schön nass. Setzen wir hier, na komm, zack, Flashy drauf, kommt jetzt hier, nachdem ich mir die Finger abgeputzt habe, kommt das jetzt hier auf die Box. So. Hoppala, das war das Drip-Tip. Sag mal. Geht's denn noch? So. Also. Yes. 25 Watt. Wir sind bei 0,38 Ohm. Edelstahl, 316 Edelstahl, hier im Flashy ohne Tank, sondern nur die Watte gut befeuchtet. Purple Powder von The Source LA, die Awesome Town Linie. Also eine schöne Weintraube, aber definitiv keine natürliche.
Leider nicht. Ich hätte mich sehr gefreut, aber wenn man mal überlegt, dieses Purple Powder soll ja auch eine Süßigkeit nachempfunden sein oder zumindest versucht man das hier, dann kann man keine natürliche Weintraube erwarten. Dampfausbeute, kein Wunder bei High VG, Max VG, was sehr angenehm ist, die Süße hier genauso wie beim Banana Cream, überhaupt nicht überpowert, also ganz ehrlich, da ist das Humble Juice, ist dagegen purer Süßstoff. So könnt ihr euch das vorstellen, alle die das Humble Juice kennen. Was klasse ist, es ist tatsächlich diese Süßigkeit. Die schmeckst du heraus, aber nicht zu süß. Das ist also tatsächlich auch ein All-Day-Vape, wer das den ganzen Tag mag. Gleichzeitig hast du dabei diesen Weintraubengeschmack im Hintergrund. Das ganze Bild ist auch recht rund, ja. Es ist nicht overpowered. Muss ich sagen, ich könnte es nicht den ganzen Tag dampfen. Nichtsdestotrotz ist das hier schon recht angenehm. Wirklich. Ja. Das kommt ganz gut. Ich schmecke jetzt auch nicht irgendwas nebenher von der Watte. Das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Mal gucken, wie sie aussieht. Ja, man kriegt ja hier angeblich auch kein Dry-Hit mehr. Man merkt dann, wenn es weg ist. Gut, ich muss jetzt nicht weitermachen. Ich habe es probiert. Es ist wirklich lecker, kann man nicht anders sagen. Und vor allem mit diesem Filmchen hier könnt ihr jetzt den Rest der Flasche hier abgreifen. Ja, einfach Abonnent meines Kanals sein, Daumen hoch, das sind jetzt mal die einzigen Bedingungen. Natürlich muss ich wissen, wer mitmacht, deshalb einfach noch ein Kommentar, was auch immer. Ja, ihr müsst da nichts groß machen, das sind die einzigen Sachen. Schreibt irgendwas ins Kommentarfeld, ob ihr überhaupt mitmachen wollt, ob ihr es haben wollt. Wenn ihr es nicht wollt und trotzdem was schreibt, freue ich mich sehr. Schreibt dann aber rein, ich möchte gar nicht mitmachen. Okay? Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Purple Powder von The Source LA Awesome Town Juice. Ich denke mal, das sind so 57,529 Milliliter. Die gehen an einen von euch. Okay. Ich ziehe neue Watte ein und dann komme ich wieder. So, neue Watte ist eingezogen und dann haben wir hier als nächstes hier Garden Watermelon. Ihr seht, da ist auch noch nicht viel raus. Wie gesagt, das Banana Cream ist mein Favorit. Hiermit habe ich den Dot Mod einmal voll gemacht. Ich würde sagen, das sind noch 55 Milliliter. Wer weiß, was damit irgendwie passiert die nächste Zeit. Das kann man ja alles nicht wissen, ne? Okay, also. Zack. Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen feucht. Also das geht schon mal, muss man wirklich sagen, recht gut, ne? Die zieht, diese Watte zieht dieses Hi-Vici wirklich sehr gut ein. Das hätte ich so nicht erwartet. Ja, also da muss man, bei der Kendo ist das ja wirklich ein Krampf teilweise, bis da die Watte endlich feedet. Ich meine, dann geht sie ab wie eine Macht 2. Aber manchmal, wenn man es eilig hat, nervt es. Hier jetzt kann ich es nicht anders sagen. Wirklich klasse. Und schaut mal, ich zeige es euch gerne nochmal. Die Base hier. Auch fast identisch in den Färbungen. Ne? Also gut, das ist na klar ein wenig,
Aber wenn man mal überlegt, Banana Cream, Purple Powder, Garden Watermelon, da hätte man ja ganz unterschiedliche Farben erwartet, ja. Denkt man nur an, wie heißen sie? Sonic. Ja, gut, dass da Farbe drin ist, bis der Arzt kommt, das müsste jedem klar sein. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich auch bei einer blauen Weintraube erwartet, dass das Liquid ein wenig ins blaue Lilane geht und bei einer Wassermelone ins Rote und die Banane gelb, das ist in Ordnung. Aber nein, das scheint so der Trend zu sein, der Linie, ne, dass eben alles eine Farbe hat. Feucht, aufgesetzt, 25 Watt Garden Watermelon. Vergessen vorher. Dampfentwicklung seht ihr. Mein Lächeln seht ihr auch. Es ist ein Traum vom Geruch her. Also ich liebe Wassermelone. Sowohl beim Essen wie auch beim Dampfen. Die allererste Wassermelone, die ich gedampft habe, war von Herlan. Ein Traum. Ein Traum. Danach habe ich leider nie wieder eine wirklich gute erwischt. Dieser Geruch ist einfach so unglaublich lecker, so unglaublich wassermelonig. Nicht ganz natürlich, aber sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Lässt einen dann schon leicht was wirklich Fabelhaftes vermuten. Der Geschmack ist auch völlig okay, geht dann ein bisschen ins Bittere, aber nicht unangenehm. Und wieder keine Süße, also doch ist eine Süße, aber ihr wisst, was ich meine, ich wiederhole mich da. Wirklich angenehm. Eine tolle Wassermelone, eine tolle Wassermelone. Kann sein, dass noch irgendwas mit drin ist, ich schmecke es nicht wirklich raus. Kein großer Candy Touch. Sie kommt zum Schluss natürlicher wie beim Einatmen, beim Ausatmen. Eine schöne Frische, aber kein Menthol oder Colada. Das ist hier irgendwie vielleicht, wie man es gerne macht, mit der Gurke erreicht worden, die du nicht schmeckst. Wirklich eine tolle, angenehme Frische dabei. Nicht zu süß. Tolles Sommerliquid. Einfach lecker. Das hier ist ein klarer All-Day-Vape, selbst für mich, wenn ich nicht bekennender AOL-Jünger wäre, wäre das wirklich etwas, was ich jeden Tag dampfen kann. Von den drei ist Banane mein Favorite, weil ich einfach ein Bananenjunge bin, aber ich muss gestehen, das hier kommt dem doch schon verdammt nahe, also die beiden Kopf-an-Kopf-Rennen, da ist ein Froschhaar beim Banane vorne. Richtig, richtig lecker, Freunde. In manchen Tröpfler wird das wahrscheinlich dir nochmal richtig um die Ohren fliegen. Alle beide natürlich würden mit dem Dripper das Ganze noch viel weiter hervorbringen. Ich habe auch einen hier, aber die Schrauben sind scheiße. Ich glaube einfach, dadurch springen die Ohmwerte. Und ich will mir das dann auch nicht mit diesem Möchtegern-Getue versauen. Deswegen auf diesem Weg so. Ich denke mal, da kann ich auch mir ein Urteil erlauben. Klasse. Ich kann es nur sagen, klasse. Vor allem, wenn man mal, die Amis sind ja im Moment verrückt, was das betrifft, solche Gutscheincodes ergattern kann. Die kommen dann immer mit diesen Daily Deals E-Mails. Die kennen bestimmt Tausende von euch. Oder Vape Deals E-Mails. Ja, das war wirklich der Hammer. Also diese 180 Milliliter mit Versand
für 25 Euro. Freund, da kannst du doch nichts sagen. Ja? Oder? Da kannst du doch nichts sagen. Deswegen, aus diesem Grund, will ich auch mal nicht knauserig sein. Hier wird nicht ein Tropfen mehr rausgenommen. Purple Powder für einen von euch. Wie schon gesagt, liken, Abonnent, Kommentar, ob ihr mitmachen wollt. Garden Watermelon, mal gucken, wie es ist. Es schmeckt schon echt richtig geil, aber ich habe auch verdammt viel Stoff hier. Eigentlich hätte ich euch schon das Lemon Macaron oder das Spider Labs Berry Sauce Berries vorstellen müssen. Das Lemon Macaron ist schon ausgereift. Ein Traum vom Herrn. Das Sauce Berries, hoffentlich kommt noch was nach, obwohl drauf steht Shake and Vape, habe ich ja schon was zu gesagt. Aber hey, was soll's? Gut Ding will Weile haben. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt dran geblieben seid. Ich freue mich darüber, dass so viele neue Leute dazugekommen sind. Echt danke, wirklich Wahnsinn. Denkt an das Liquid, schnappt es ab, wenn ihr Bock drauf habt. Fast 60 Milliliter zur freien Verfügung. Reinknallen, glücklich sein und alles andere. Ja, was soll ich sagen? Vape safe und vape on. Bye.